Hallo und herzlich willkommen zur gepflegten Freitagabend-Whisky-Runde. Zu meiner Linken steht der Sebastian, einer meiner wichtigsten Whisky-Dealer. Wir hatten einen kleinen Fehlerteufel, der uns mit dem Ton eben ein bisschen Probleme gemacht hat. Ihr kennt das Spiel. Darum müssen wir am Anfang immer ein bisschen ausholen, in der Hoffnung, der Ton funktioniert. Und würde der nicht funktionieren, hättet ihr wahrscheinlich jetzt schon die ersten Mails an uns geschickt. Ich höre nichts. Dem scheint nicht so zu sein, alles schön. Heute, der erste Dank geht an Platon. Wir kämpfen seit heute Mittag hier und haben alles aufgebaut. Wir haben uns eben die Bäuche mit guten Sachen von unserem Freund Platon gefüllt. Gleich kommt die Leber dran. Ja, Corona. Es gibt, glaube ich, gar nicht viel Neues gerade zu erzählen. Ihr wisst, alle Kollegen, die Essen verkaufen, machen weiter To-Go-Geschäfte. Was im Dezember passiert, wird spannend, aber da wird es, glaube ich, privat eher für alle, das wird neu sein. Wir sind ja schon zu, also ändert sich da nicht groß was. Die Altstadt wurde heute schön dekoriert. Also das ist sensationell, was hier heute aufgebaut wurde. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, spaziert am Wochenende mal durch eure Monheimer Altstadt. Die ist wunderschön geschmückt, dekoriert worden. Und es hängen Boxen, auf denen jetzt in der Weihnachtszeit auch Musik laufen wird. Das wird eine schöne Sache. So, wir haben den Sebastian hier stehen. Ich habe schon mal kurz angemerkt. Wir machen mal eine kleine Schnellfragerunde, damit wir schon mal so ein bisschen wissen, wen wir hier neben uns Sehr haben. gern. Von wo bist du heute angereist? Nein, nicht heute. Von wo wohnst du eigentlich? In der Nähe von Heidelberg und da bin ich auch heute von angereist. Genau. Ja, ich dachte tatsächlich, bis zu unserem ersten Telefonat vor ein paar Wochen, du wohnst irgendwie hier in der Gegend, weil du die Gegend ja auch mit betreust, und war dann ganz erschrocken, dass du von Heidelberg extra für uns und für euch heute angereist bist, um uns diese sensationellen Tropfen zu präsentieren. Naja, eigentlich mache ich den Bereich Süddeutschland. Also die Gegend hier betreue ich gar nicht so wirklich. Da fehlt uns aber gerade für den Bereich Handel. Fehlt uns auch noch jemand, um die Mitte richtig abzudecken. Aber wie es halt bei uns in der Firma so ist, wir überlappen uns alle in unseren Gebieten und greifen Hand in Hand. Und Chris, der auch schon mal hier war, mit euch ein bisschen Whisky-Tasting gemacht Vor 2 Wochen das letzte Mal, der Kollege, die zwei sind Kollegen. Genau. Wenn du zuschaust, hello. Servus. Und der hat mich drum gebeten, dann doch das Thema Eiler, was wir heute haben, einfach mal abzudecken. Großartig. Was hast du mal gelernt? Ich bin gelernter Hotelfachmann und habe dann noch den Hotelbetriebswirt dran gehängt und habe da dann festgestellt, auch eigentlich geregelte Arbeitszeiten sind was Schönes. Das ist ja so der klassische Weg, ne? Erst buckelt man in der Gastronomie und dann wechselt man ja doch die Seiten und geht, wenn man es denn drauf hat, zur Industrie. Sekt oder Selters? Selters. Whisky oder Rum? Whisky? Ire oder Schotte? Schotte. Aber offen für alles. Mit Eis oder Cola? Lieber mit Cola als mit Eis. Wie wirkt man Whisky-Dealer? Das ist eine schöne Geschichte, tatsächlich. Ja, ich hatte eine Party bei mir daheim. Da war mein späterer Chef auch zu Gast. Wir haben zusammen eine Flasche Highland Park 12 leer gemacht. Am Ende der Flasche hat er mich gefragt, ob ich einen Job bräuchte. Ich habe gefragt, was ist der Job? Ja, du musst sowas verkaufen. Sag ich, hat mir geschmeckt, habe keine Ahnung, was es ist, aber ich komme mal zum Probearbeiten. Mal gucken, was du uns heute verkaufst. Bevor ihr wieder schreit, so, dann geht es endlich los. Ich finde, wir sollten mit dem ersten schon mal langsam loslegen. Oh ja, sehr gerne. Ich hoffe, ihr habt alles schon ausgepackt. Seid vorsichtig. Ich habe es im Vorfeld einige Male gesagt, das sind unglaublich rare Tropfen. Ja, wobei die ersten zwei noch nicht. Ja. Die ersten zwei sind die Standard-Blends, wobei da zu beachten ist, dass das Blended Malts sind, dass sie also nur aus Malt Whisky bestehen. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass wir heute nicht so sehr in die Produktion einsteigen, weil wir davon ausgehen, dass dieses Set eigentlich meistens die Profis eher kaufen. Aber wir haben hier einen Blended Malt, der dauerhaft verfügbar ist, mit 45% zum Warmwerden. Genau. Lange. Wollen wir schon trinken? Ja, bitte. Der erste Schluck, der darf immer schnell gehen, weil der die Zunge vorbereitet, bevor wir in die ernsthafte Verkostung reingehen. Du gefällst mir. Während wir den ersten Tropfen probieren,
haben wir noch einen kleinen Gast heute für euch. Mein lieber, guter, alter Freund Patrick ist heute zu Gast. Und weil Corona ist und in diesem Jahr alles anders ist, haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut und ihm den alten Dudelsack aus den Händen gerissen. Und dafür hat er heute einen E-Dudelsack dabei. Also es braucht sich keiner beschweren, hier ist alles safe. Wir haben die Wände, wir haben die Abstände und wir haben einen E-Dudelsack, wo ich bis vor 2 Wochen noch gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Patrick, großartig, dass du da bist und ich freue mich jetzt sehr auf die erste Nummer mit dir. Vielen Dank. Dankeschön. So, und der Fehlerteufel war auch klar, gerade nochmal guckt im Ton. Fängt knallermäßig an. Auch meine Meinung. Auch für mich gibt es immer noch nur 2 Sorten Whisky. Die eine schmeckt, die andere nicht. Blended Whisky ist immer ein bisschen im Verruf. Ja, wobei hier der Vorteil ist, dass wir wirklich nur Malt haben. Fehlt diese Grain-Note, diese typische. Das heißt, er schmeckt wie ein vollmundiger Single Malt. Nur, dass wir hier aus verschiedenen Brennereien von der Insel Islay, es gibt im Moment 9 produzierende Brennereien auf Islay, dass wir einen Blend haben aus Nord- und Süd-Islay. Mehr Informationen bekommen wir nicht. Ja. In der Regel so um die 60 Fässer verblendet. Und in dem Fall runter reduziert auf 45% Alkohol. Erzähl mal gerne ein bisschen was zu der Beschriftung von den Tropfen, weil es steht ja auch gar nicht drauf, wie alt er wirklich ist und was drin sein könnte, oder? Als große Flasche kommen die immer in so einer Apothekerflasche und haben hier, wie in den kleinen hier auch, eben eine Bezeichnung und eine Ordnungszahl, wie man es aus dem Elementensystem kennt. Da bin ich sehr schlecht. Ich bin in Chemie, Physik nie gut gewesen. Deswegen bin ich auch Verkäufer geworden und nicht Wissenschaftler. Aber die Ordnungszahl bedeutet eigentlich immer nur die Batchnummer und sagt über das Alter überhaupt nichts aus. Mhm. Da gehen wir nachher nochmal näher drauf ein. Wir haben dann das unterschiedliche Altersstufen und deswegen sind die auch immer sehr unterschiedlich teuer. Auch da gehen wir nachher nochmal ein bisschen drauf ein. Ja. Der sieht sehr klar aus und hat einen unglaublich großen, also ich finde, der geht toll im Mund auf. Ich finde, er hat vor allem einen sehr langen Nachklang. Er ist lange auf der Zunge geblieben und hat zwar einen opulenten Torf, Rauchgeschmack. Wir haben uns firmenintern letzte Woche so ein bisschen diskutiert, ob es einen Unterschied zwischen einem Torf- und Rauchgeschmack gibt. Wir sind uns nicht so richtig einig geworden, aber es ist ein großer Torf- und Raucheindruck. Aber es ist nicht zu viel. Nicht zu viel, genau. Es erschlägt einen nicht. Und das ist der ideale Starter für den Tag, meiner Meinung nach. Für den Abend. Zum Frühstück würde ich was anderes trinken. Für den Gastronomentag. Ja, für den Gastronomentag ist das genau der richtige Start.
weil es eben nicht zu viel ist, nicht zu heftig. Ja. Ihr dürft gerne wie immer in die Runde schreiben, wie es euch da draußen schmeckt, was bei euch passiert, wie ihr den erlebt. Der René darf zwischendurch gerne mal sagen, wer dabei ist. Vielleicht schaffen wir es auch, dass ein paar Fragen gestellt werden, dass wir die dann vorgelesen kriegen. Oder? Genau, das macht das Kamerakind ja, das, hinter dem Rechten. Finde ich auch immer schön, wenn es ein bisschen Interaktion gibt. Darf es geben. Warst du schon mal auf Eiler? Nein. Das ist eine wunderschöne Insel. Das sind die südlichen Hybriden, also etwas weiter unten in Schottland. Wir können es hier auf der Karte wahrscheinlich nicht sehen, wenn ich es zeige. Aber wir bewegen uns hier auf dieser Insel, weiß nicht, ob man es sieht, macht aber auch nichts. Auf dieser Insel gibt es, wie ich gerade gesagt habe, 9 produzierende Brennereien. Eine ist vor, glaube ich, 2 Jahren dazugekommen, die anderen sind deutlich älter, gehen bis zu 1800 zurück. Und es wird richtig viel Whisky produziert. Es gibt, mein letzter Stand war, dass es irgendwie 6000 Einwohner gibt und man munkelt, dass es 12.000 Schafe gibt auf dieser Insel. Ja, und sie machen eigentlich nichts anderes außer Whisky brennen und Vögel beobachten, weil da auch sehr viele Vögel sind. Da kenne ich auch hier Inseln, wo es mehr Schafe wie Einwohner gibt. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, richtig. Ich empfehle euch zwischendurch immer einen Schluck Wasser zu trinken. Definitiv. Das hilft. Das kommt hier. Kommen wir zu Nummer 2. Ja. Das ist im Prinzip der gleiche Whisky. Das ist immer auch das gleiche Batch, auch aus 60 Fässern etwa verheiratet, vermehlt, zusammengeschüttet. Bei uns in der Region würde man sagen gepanscht, aber es ist nicht gepanscht. Ja. Nur, dass es in dem Fall nicht runterverdünnt ist. Man spricht von Fassstärke. Ich würde es in dem Fall eher eine Batchstärke nennen, aber es kommt aufs Gleiche raus. Wir haben jetzt in dem Fall, in diesem Set, 59,3% Alkohol. Ordentlich. Das ist schon kräftig. Trotzdem empfehle ich, immer den ersten Schluck auch gerne ohne Wasser zu probieren, bevor man verdünnt. Ja, man darf gerne verdünnen. Ich sage immer, Whisky darf man trinken, wie man möchte. Hauptsache, man kauft ihn hier bei euch. Das hast du sehr schön gesagt. Weil jeder muss Whisky genießen, wie er möchte. Ich empfehle, kein Mineralwasser zu nehmen zum Verdünnen, weil das die Aromen tötet. Ansonsten macht, was ihr wollt. Aber am liebsten natürlich zimmerwarm und unverdünnt. Ist immer noch sehr hell, es ist nach wie vor ganz wichtig. Wir benutzen keinen Farbstoff. Also wenn ihr Wasser zu Hause habt, wir probieren den jetzt erstmal pur. Danach, wenn euch der zu scharf sein sollte, darf man den gerne mit ein paar Tropfen verdünnen. Ihr werdet merken, mit jedem Tropfen wird er ein bisschen anders schmecken. Definitiv. So, und ich würde wieder sagen, zum Probieren, lieber Patrick, würde ich mich freuen, wenn jetzt noch eine Nummer kommt. Den Liedern, die du da spielst, sagen, solltest du denn schöne Geschichten dazu ja, haben? Also zum Schluss, das war klassische Tanzmusik aus Schottland. Jigs, Reels gehören ja wie in Irland auch in Schottland
zur klassischen Tanzmusik. Die Songs am Beginn waren zwei maritime Songs, I See Mal, obwohl ihr auf alle weilt mit euren Whiskys. Und das andere war The Last of the Great Whales, der also den letzten Wal besingt und hier dann in die Tiefe hinabtaucht, weil die vielen Wale eben nicht mehr so zahlreich sind nach der großen Walfangsaison. Mein Lieber, vielen Dank, wir hören gleich noch was von dir. Bam! Buff, das ist Eiler. Das ist für mich, als ich die letzte Reise gemacht habe, haben wir alle 8 Brennereien besucht, also die damals produziert haben. Und das ist der Geschmack, den du eigentlich permanent, wenn du auf Eiler durch die Brennereien gehst, im Mund, in der Nase, überall hast. Ich habe gerade gesagt, ich möchte dir zeigen, wie es dünnt, ohne Wasser reinzugeben, weil das kann ein abendfüllendes Thema werden, dass man Wasser zugibt und merkt, eigentlich ist ja mir zu flach. Und dann gibt man wieder Whisky nach und so weiter. Das kann abendfüllend werden, ist natürlich auch schön. Aber tut mir doch mal den Gefallen. Nimm einen kleinen Schluck Wasser in den Mund. Lass ihn in den Mund. Pack ungefähr das Doppelte an Whisky dazu. Ja, zu dem Wasser dazu. Und dann schön im Mund verteilen. Die Schärfe geht sofort weg. Manchmal hat man auch das Problem, wenn man verdünnt. Und jetzt geht er auch auf, wenn du jetzt durch die Nase ausatmest, wenn du runtergeschluckt hast oder durch den Mund auch ausatmest, ja, dann zirkuliert es schön und dann kriegst du richtig viel Rauch und Torf. Diese ganze Aromatik kriegst du mit, weil wir wollen ja, dass viel, viel Aroma auf die Nase kommt, damit ja, wir das auch erfassen können. Und das kriegst du eben dadurch hin. Ich hoffe, es hat für dich funktioniert. Nein, großartig, ja. Also es ist nicht mehr so scharf. Wir haben es ja eben schon mal bei dem ersten gesagt, ist mehr Rauch, ist mehr Torf drin, kann man, finde ich auch gerade schwer zu sagen. Es ist aber auch so ein bisschen Algen, Salz mit drin. Also alles ist ein bisschen kräftiger geworden und das bei einem so hellen, klaren Tropfen. Ja, gerade dann ist es fast ja nicht überwiegend, wenn das ein bisschen heller ist und wir eben wie hier keinen Farbstoff haben, können wir halt genau sagen, okay, das Fass hat den Whisky nicht dominiert. Und das möchten wir manchmal haben. Mhm. Und gerade wenn man den Whisky Peat nennt, also das englische Wort für Torf, möchte ich diesen Torf ja auch transportieren. Und wenn ich da jetzt zu viel Sherryfässer, was viele Farbe geben würde, benutze, dann erschlage ich den Torf. Das möchte ich natürlich nicht. Ja. Und was auch der Vorteil ist, wenn wir so verdünnen, wie wir es eben gemacht haben, wir kennen das alle, dass Whisky manchmal flach wird nach kurzer Zeit, wenn wir ein bisschen Wasser hinzugeben. Das passiert in dem Fall nicht. Mhm. Und deswegen mag ich das sehr gern. Also probiert das zu Hause aus. Sensationell. Ich glaube, Pipette ab heute war gestern. Und man kann natürlich direkt nochmal vergleichen, wie war es nochmal ohne Wasser? Richtig. Ja, ich lasse mir auch, wie ihr seht, ein bisschen was im Glas drin. Ich mag es später im Tasting auch immer nochmal zu den ersten Whiskys ein bisschen zurückzugehen. Darum lasse ich mir was in der Flasche drin. Genau. Ja, guter Trick. Zum Wohle. Wie immer, Wasser zwischendurch. Also als wir über dieses Tasting-Set gestolpert sind, haben Markus und ich direkt so, das wird ein besonderer Abend. Und was ich hier gerade probiere, lagen wir vollkommen richtig mit unseren Erwartungen. Sensationell. Der René musste in den letzten Wochen auch viel Whisky und Rum trinken. Und so langsam kriegen wir den auch zu den schönen Spirituosen rübergezogen. Ja, aber es ist schon ein harter Job, viel Whisky und Rum zu probieren. Das geht uns ja auch immer wieder so. Aber irgendwer muss ihn auch machen. Also es ist halt so, ja, wir müssen das ja irgendwie zu euch bringen und entscheiden, was ist gut, was ist nicht so gut, was ist für euren Gaumen geeignet. Und das beinhaltet auch manchmal montags morgens um 10 Schulungen mit Japan oder Australien zu haben. Ja, dann ist das so. Nee, das sind so die Momente, wo der Job so richtig Spaß macht. Ja. Der macht immer viel Spaß, aber so, wenn man mal probieren darf, soll und muss, dann wird es ja immer noch umso schöner. Genau. Wir haben einen Bildungsauftrag. Wir haben einen Bildungsauftrag, ja. Trinkt ordentlich. Weniger, aber wenn, dann ordentlich. So ist es. So. Jetzt? Jetzt? Kommen wir zum nächsten. Wir gehen an die Südküste von Eiler. Du darfst mal ein bisschen zu der Exklusivität dieser Tropfen noch mal zwischendurch fallen lassen. Ich würde es gerne anhand von dem nächsten ganz genau erklären. Diese Ordnungszahl habe ich schon gesagt, ist die Batchnummer, die
wie heißt das da vorne dran? Du bist Physiker, oder? LG steht für bestimmt Lagavulin. Das meine ich nicht, sondern wie heißt der Teil da vorne? Das hinten ist die Ordnungszahl, der Elementenname, dankeschön. Das ist in dem Fall LG, ist Lagavulin, vollkommen richtig. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass es eigentlich so gut wie keine unabhängig abgefüllten Lagavulin gibt. Man dürfte es auch nicht ausgeschrieben draufschreiben. Es ist also so ein bisschen durch die Brust ins Auge. Ich bin mir auch sicher, dass das einigen Rechtsabteilungen nicht so gut gefallen hat, weil es schon relativ eindeutig ist. Aber es ist wohl durchgegangen. Ja, und so zieht sich das durch die ganze Reihe. Werden wir nachher auch noch zu den anderen Zweien, werde ich da auch noch was zu sagen. Ja, und was halt auch ist, diese Fässer bzw. diese Abfüllungen sind immer sehr, sehr limitiert. Wir haben von diesem LG10 gab es weltweit ein bisschen was über 800 Flaschen. Wir reden hier zwar von Halbliterflaschen, dafür haben wir ein bisschen mehr Ertrag. Weltweit 800 Halbliterflaschen, das ist nicht viel. Die sind immer sehr schnell ausverkauft, weil es auch sehr gefragte Brennereien sind. Wie gerade gesagt, es wird auch nicht häufig abgefüllt als unabhängige Abfüllung. Und die sind bei uns immer sehr schnell ausverkauft. Also es sind bei uns, wir reden hier nicht über Tage, wir reden hier über Stunden. Ja, sind die bei uns vergriffen. Die kann man bei uns auch in der normalen Flasche nicht mehr kaufen. Ja, das heißt, ihr habt ja ein sehr, sehr exklusives Tasting. Deswegen habe ich auch sofort gejubelt, als du gesagt hast, jawohl, wir wollen ein Tasting machen. War ich noch verhalten, natürlich. Dann hast du gesagt, du möchtest dieses Set benutzen. Und dann habe ich gejubelt, warum? Ganz einfach, weil wir diese Batches auch nicht alle probieren können. Das heißt, für mich ist das jetzt auch immer eine Premiere. Die nächsten drei habe ich auch noch nicht probiert. Auch wir haben vorher nicht genascht, wie man sieht, ja, sondern nee, wir haben das extra, ja, dass man meine... Das war schwer die letzten Tage, wo es schon da war, aber was kostet denn eine Flasche, wenn man da eine ergattern würde, könnte? Beim Lagavulin bin ich mir noch gar nicht so sicher, so um die 100 Euro. Mhm, der halbe Liter. Beim nächsten, den wir dann kriegen, der AR, der liegt dann bei so 250 Euro. Da kann ich euch aber dann noch genau erklären, warum. Ich gucke dann auch immer mal wieder hier aufs Handy, weil dann habe ich die Daten einfach sehr genau. Es gibt die Webseite von den Elements of Isla. Da kann man sehr genau schauen, was in den einzelnen Batches auch tatsächlich drin war. Und wir haben hier jetzt Lagavulin aus dem Jahr 2007. Das heißt, er ist 12 Jahre alt gewesen, als er in die Flasche kam. Und wir haben drei Bourbon Barrels, also ein Barrel ist so circa 200 Liter groß, wo vorher mit Bourbon belegt war. Genau, drei Fässer zusammen macht circa 600 Liter. Vor der Reifung am Ende werden es wahrscheinlich so 400 Liter gewesen sein. Kommt ja auch hin mit den 800 Flaschen. Ja. Sollen wir uns mal einschenken, oder? Sehr gerne. Auch wieder fassstark, auch wieder nicht gefärbt. Also keine Sorge, die Farbe. Die helle Farbe ist gewollt. René, gibt es Anmerkungen? Nö, bis dato noch nicht, aber alle schwelgen. Julius schreibt danke dafür, dass ihr euren Bildungsauftrag so aufopfernd nachkommt. Ja. Wir tun unser Bestes. Wir geben unser Bestes. Aufpassen immer beim Riechen, bei Fassstärken. Zwei Finger breit Abstand, aber nehmt doch den Finger bitte weg, wenn ihr riecht. Ja. Wenn wir das zu tief reinriechen bei so starken Whiskys. Könnte man Gefallen dran finden? Könnte man Gefallen dran finden? Nein, hauptsächlich riecht man dann für eine kurze Zeit nichts mehr, weil die Alkoholdämpfe die Riechsensoren betäubt. Aber der Geruch ist schon toll. Patrick, wir müssen mal ganz schnell probieren. Ich freue mich auf das nächste Lied von dir. Doch nicht so toll.
Lieber Markus, liebe Zuschauer, das war Gardens of Sky. Ihr seid zwar immer noch auf Aida, aber bei Aida habe ich kein richtiges Lied gefunden. Deshalb gibt es ein paar Lieder rund um eure Insel. Sky ist die benachbarte mit auch großen Whiskys, wie ihr wisst. Daher Gardens of Sky war das. Viel Vergnügen noch. Dankeschön, Patrick. Ja, man schmeckt, wir sind immer noch auf derselben Insel. Man schmeckt aber auch die 12 Jahre. Ist ein bisschen runder geworden, aber immer noch toller Rauch. Ein bisschen mehr Rauch wie Torf, würde ich jetzt sagen. Hätte ich auch gesagt. Das ist auch typisch Lagavulin, dieses erdige, moorige, so wie ich Torf definiere. Wie gesagt, wir sind uns nicht einig geworden, weil Torf schmeckt eigentlich nach nichts. Wenn man mal so einen Torfballen in der Hand hat, das ist ein getrockneter Brennstoff üblicherweise. Der riecht, wenn er brennt, und dann riecht er nach Rauch. Genau, ja, das ist, also das Malz wird damit geräuchert, aber wenn man dran leckt und man glaubt nicht, wie viele Touristen das probieren, wenn man so eine Brennereiführung macht und an diesem Torf riechen. Und jedes Mal sieht man die enttäuschten Gesichter, der riecht nach Nex. Ja. Ich habe gerade zu dir gesagt, ganz spontan, das schmeckt so wie das, was man im Lagerhaus bei Lagavulin ja, probieren kann. Es gibt bei Lagavulin diese tolle Warehouse Experience, so heißt das Tasting. Man bekommt dann entsprechend 6 oder 8, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil wir sind danach noch zu Outback gegangen. Der Tag ist so ein bisschen wolkenverhangen in meiner Erinnerung. Man bekommt also Fassproben direkt aus dem Fass ins Glas. Und das erinnert mich tatsächlich an dieses Lagerhaus. Das ist diese ganz typische Lagavulin-Note, die in dem Standard Lagavulin so ein bisschen zurückbleibt. Ja. Und das ist so richtig, ja, ein bisschen eine medizinische Note, finde ich, was für den Standard Lagavulin eigentlich gar nicht so typisch ist, aber eben für die Fässer, die vor Ort lagern, ist das ganz typisch, ist diese leicht medizinische Note. Toll, also super. Ihr merkt, ich bin ein absoluter Fan von dieser Abfüllung. Hoffentlich geht es so weiter. Und die ist auch ganz groß. Michaela, du schaust heute Abend zu und ihr habt mir gestern noch gesagt, oder vielmehr dein Mann hatte mir gestern gesagt, Whisky ist noch gar nicht so euer Ding, aber ihr freut euch drauf. Also ihr habt direkt das richtige Paket für euren ersten Whisky-Abend hier mitbekommen. Und, ist das der erste Whisky-Abend überhaupt? Ja. Wahnsinn. Ich würde mich freuen, mal von euch was zu hören. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr vielleicht sagt, so, oh, zu viel Rauch, zu viel Torf. Ihr sagt, probiert es mit Wasser aus. Aber ich fände es spannend, wie es euch schmeckt heute Abend. Gerne Feedback geben, aber es ist ganz oft so, dass gerade Whisky-Anfänger über Lagavulin, Laphroaig, Outback zu Whisky kommen. Ja, und es ist ein, ich glaube, es ist ein ganz großer Mythos, und ich habe das in meiner Zeit als Whisky-Verkäufer und Endverbraucher ganz, ganz oft gehabt, dass die Frauen zu mir kamen und gesagt haben, verkauf mir mal einen richtig guten Whisky. Und dann sagst du, denkst du in den Kategorien, okay, gehen wir mal her und nehmen einen Glenallachie, ja, was Leichteres, was Süßeres. Und dann sagen sie, nein, ich möchte Whisky. Ja, und dann geht man daher und kommt dann mit fassstarken Lagavulin oder so. Ja, das ist meine Liga. Und dann kommen die Männer sind dann dabei und ziehen dann schon den Kopf ein und sagen, nee, ich bleib mal beim Glenallachie. Ja, also es sind oft die Frauen. Ja. Also da hast du recht. Die Frauen, die Whisky trinken und gerne und häufig, also da habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn dann richtig. Ja. Wobei diese milden Tropfen doch auch gerade für mein junges Publikum, was ich habe, immer so das Ding ist, mit dem es dann irgendwann losgeht. Ne? Also ich bin immer kein Freund von Whisky und Cola, und wenn das einer haben will, stelle ich den Leuten in der Regel die Flasche daneben, dass man sich selbst einschenken darf. Immer in der Hoffnung, dass sie es irgendwann pur probieren. Und ich habe schon einige über milde Tropfen dann halt auch auf die Reise geschickt. Wobei man halt auch sagen muss, mit einem ganz, ganz tollen Tropfen in der Cola gewinnt auch die Cola tatsächlich. Also ein Allicky 12, das können wir gerne nachher mal probieren, ein Whisky-Cola zu machen, ist einfach auch eine andere Nummer als eine klassische Jackie-Cola. Ja. Auch aromatisch und so weiter, das unterstützt sich schon so ein bisschen. Aber ich bin voll bei dir, ich trinke es auch lieber pur. Es sei denn, man hat so eine Whisky-Tour hinter sich und war eben in einem Lagerhaus und hat viel Fassstärken probiert. Da ist es dann abends sowieso wurscht und dann trinkst du auch mal ein Whisky-Cola. Da bin ich auch bei dir. Also irgendwann sagt man auch, gut, jetzt brauche ich mal ein Bier oder ein Wasser. Ja, genau. Ja. Ach, von mir aus auch gerne dann mal ein gutes Bier. Aber ich bin normal kein großer Fan von Lagavulin, muss ich hier mal leider gestehen, aber der ist ganz toll. Ja, das kommt ja auch immer darauf an, was die Masterblender, das sind die Jungs, die entscheiden, was uns zu schmecken hat und was nicht.
was sie daraus bauen, was für eine Idee sie haben, wie der Whisky rüberkommen soll. Und das Schöne bei unabhängigen Abfüllern ist, sie müssen nicht den großen Massengeschmack treffen, sondern sie können wirklich kleinteilig vorgehen. Wenn es jetzt heute nicht dein Geschmack ist, kannst du das nächste Mal das Batch probieren und vielleicht ist es dann dein Geschmack. Sie sind ein bisschen freier und deswegen kann man da ganz anders spielen. Ja. Zumal, wenn wir ein großes Batch, Lagavulin 16 im Beispiel haben, dann sind das sehr viel mehr Fässer als diese drei Fässer. Und so haben wir noch die Fasscharaktere noch deutlich spürbar und schmeckbar. Und wir haben nicht diese rundgeschliffene große Breite, die ich aber brauche, wenn ich über Jahre hinweg einen ähnlichen Geschmack kreieren möchte. Ja, das ist ein ganz, ganz hochbezahlter und schwieriger Job, über Jahre hinweg die Qualität von einem Whisky gleichzuhalten. Ja, also gar nichts dagegen, ja, sondern eher was für diese fassstarken entweder Batch-Geschichten oder Einzelfassgeschichten, weil die einfach immer ein bisschen mehr Charakter mitbringen. Also praktisch finde ich, ist das ja irgendwie einfach nachzuvollziehen, wie man das vermischt. Aber dann wirklich auch bei den großen Literzahlen dann immer so den Punkt zu treffen, dass unser eins sagt so, ja, schmeckt so, wie er schmecken soll. Das, das nur kenne. Mit Riechen. Das ist passiert in der Regel nur mit Riechen. Okay. Deswegen sind diese Männer und Frauen so hoch bezahlt. Es kommen auch immer mehr Frauen dazu, was ganz wichtig ist, weil im Durchschnitt Frauen einfach besser schmecken können und riechen können. Ja. Man kann es da bestimmt nicht lernen, weil das ist ja bestimmt auch in der Vollendung eine Gabe, so riechen zu können, oder? Es gibt doch bestimmt keinen Lehrberuf, wo ich hingehe und lerne das, doch? Also diese Masterblender werden sehr lange geschult. Man kann ja auch Kaffee verkosten lernen. Das geht über sehr viele Jahre und mit sehr viel Disziplin. Und dann wird es quasi von dem Masterblender, der in Rente geht, an den Auszubildenden irgendwann weitergegeben, nach 25, 30 Jahren. Das geht über sehr, sehr lange Zeit. Und der ist dann aber auch 10, 20 Jahre dann dabei? Der ist 10, 20 Jahre dann dabei. Es ist natürlich auch ganz viel Veranlagung. Es ist ganz viel, was hat man früher erlebt? Trinkt man morgens gerne Kaffee oder nicht? Hat man früher viel oder nicht? War man viel in Bars oder nicht? Das entwickelt ja ganz viel mit uns. Und für mich ist aber immer ein ganz großer Tipp, man kann schon auch seinen Geschmackssinn und Geruchssinn schulen. Ich rieche inzwischen, daheim werde ich immer ausgelacht, ich rieche inzwischen sogar an Wasser, bevor ich den trinke, was einfach so eine Gewohnheit ist. Und das löscht auch manchmal. Das mache ich nach 5 Whiskys auch. Ja, das löscht manchmal auch meine Rezeptoren so ein bisschen, erdet die wieder. Aber ansonsten, ich rieche auch mal an der Orange, ich rieche mal am Feuer oder ich versuche wirklich, Gerüche bewusster wahrzunehmen. Mhm. Ich bin immer noch nicht sehr gut im Riechen und Schmecken. Ich kann nur viel und gerne über Whisky erzählen, aber im Riechen und Schmecken bin ich nicht sehr gut. Aber das kann man tatsächlich üben, das sage ich meinen Kindern auch immer. Also riecht überall dran, genau. Dass wenn ihr später anfangt, ganz wichtig. Ja leider aus meiner Historie natürlich heraus, haben meine Kinder schon früh angefangen zu riechen. Und also wenn man Sachen bewusst speichert und man riecht sie irgendwann im Wein, im Whisky, dann ist es halt da. Und wenn man es noch nie gerochen hatte, wenn man noch nie durch den Wald gegangen ist und hat an nassem Moos oder was gerochen oder eine frisch gemähte Wiese. Also das findet man ja alles in so großartigen Tropfen irgendwann irgendwo wieder. Und dann ist aber das man Wichtigste, muss es halt vorher mal gerochen haben. Richtig. Und das Wichtigste ist dann später, das in Worte fassen zu können. Und das geht tatsächlich nur über Übung. Man muss einfach mutig sein und das dann mal raushauen. Das kann ich noch nicht so gut. Und das ist unser Bildungsauftrag, Herr Speckrobius. Das ist der Bildungsauftrag, der auch vor uns nicht halt macht. Wollen wir schon mal zum nächsten übergehen? Ja. Es wird dunkler. Ich möchte gar nicht, dass dieser Abend heute endet, weil die Tropfen sind so toll und die Fläschchen sind so klein. Da brauche ich jetzt nicht auf mein Handy gucken, da habe ich es mir tatsächlich gemerkt. AR, jeder weiß, was AR bedeutet. Das ist ganz klar ein Artback. Und das ist noch seltener. Artback verkauft eigentlich keine Fässer mehr an unabhängige Abfüller. Ich weiß nicht, wie die Elixier Distillers, so heißt die Firma, die das abfüllt, dahinter steckt. Whisky Exchange das hinbekommen hat, von Artback Fässer zu bekommen, aber sie kriegen sie. Und wir haben hier... Wahrscheinlich in einer langen Pappnacht. Wahrscheinlich. Solche Handschlagsverträge gibt es immer noch in Schottland, munkelt man. Hier auch. Ja, und die gelten dann auch was. Hier auch.
Richtig. Wir haben hier 19 Jahre Artback drin. Ich weiß nicht, wann euch mal das letzte Mal 19 Jahre Artback in irgendeiner Abfüllung über den Weg gelaufen sind. Ihr merkt schon, ich werde ganz unruhig. Wir stellen auch mal fest, wenn wir für den Shop auf der Suche sind nach besonderen Tropfen, also ganz viele Abfüllungen sind. Es gibt viele Spielereien, aber man hat immer so das Gefühl, es liegt nichts Altes mehr im Keller. Man bekommt kaum noch alte Sachen. Und wenn, im Vergleich vor 10 Jahren, kosten die inzwischen schon richtigen Schein. Richtig, also ist absolut richtig. Das ist einfach das Problem, wir leben immer noch in einem absoluten Hype in der Whisky-Nachfrage. Das ist einfach, die Nachfrage ist bei vielen Abfüllungen einfach deutlich größer als das Angebot, immer noch. Und dadurch, dass Whisky mindestens 3 Jahre lagern muss, in der Regel eher 8, 10 Jahre, kommt man dem auch immer erst später nach. Das heißt, wir in den Lagerhäusern, die sind schon voll, weil alle Brennereien, gerade die größeren Brennereien, produzieren seit einigen Jahren noch Volllast. Aber das ist halt natürlich, wie du schon sagst und festgestellt hast, auch viel junger Whisky. Und deswegen sind die Bestände an altem Whisky wirklich sehr rar. Und ja, was rar ist, ist teuer. Ist eine ganz, ganz klare Sache. Und wenn wir 20 Jahre zurückdenken, jetzt in dem Fall ist es leichter zu rechnen, im Jahr 2000 hat es gerade so angefangen mit der großen Nachfrage nach Whisky. Da gab es aber auch noch ganz wenig Abfüllungen im Vergleich zu heute. Ja? Aber lass uns doch mal reinriechen. Wir haben jetzt 12 Jahre Bourbonfässer, also das, was wir jetzt in den ersten 3 Whiskys haben. Deswegen auch die Reihenfolge. Noch 7 Jahre. Artback macht ja auch gerne ein großes Spektakel, wenn die eine neue Serie auf den Markt bringen. Ne? Da möchte ich jetzt gar nicht näher zu eingehen. Wir können einfach aufmachen und probieren. Ich freue mich, dass wir dazu ein Lied von dir hören werden, Patrick. Was sollte der Mingulay Boat Song? Mingulay ist eine ganz kleine Insel im Süden der äußeren Hebriden, also relativ weit draußen schon. Aber eben vielleicht bei gutem Wetter in Sichtweite zu eurer beliebten Whisky-Insel. Ich glaube, wir kriegen die nächsten 2 Tage das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, weil der nächste schöne Tropfen. Mach mal Feierabend, oder? Nein. Mit dem könnte ich mich jetzt stundenlang beschäftigen. Wir bleiben noch ganz lange bei euch. Total toll. Also, Wahnsinn.
Ich habe gerade gesagt, wir haben gerade darüber gesprochen, dass der ganz heftig anfängt, dann zwar lange auf der Zunge bleibt, aber schön sich verabschiedet und ganz sanft geht, sage ich mal. Und sehr viele Fruchttöne, diese ganz klassischen Sherry-Töne hinten raus, so ein bisschen Schokolade, hast du gesagt, Leder, ein bisschen ja, dunkle Früchte. Und jetzt muss man auch dazu vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen. Artbeck benutzt eigentlich sehr viel torfigeres, ja, stärker getorftes Malz. Wir reden bei Lagavulin um die 50 ppm. Bei Zahlen bin ich immer nicht auf die Zahl genau, aber wir reden um die 50 ppm Parts per Million Phenole im Malz. Und bei Artbeck reden wir über 70. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich was Torfigeres haben. Ist aber durch die lange Reifung so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber ich finde es schön, ohne dass das Fass zu viel genommen hat. Wir haben immer noch den klassischen Artbeck im Glas und nicht zu viel Fass. Aber eben diese extreme Rauchigkeit ist ein bisschen zurückgenommen worden. Das ist jetzt wirklich ein seltener Stoff. Die Flaschenanzahl gucke ich jetzt nochmal schnell nach, habe ich versprochen. Auf jeden Fall sehr drinkable. 840 Flaschen gab es auch nur. 840 halbe Liter. Und wird so bei 250 Euro gehandelt. So in dem Bereich. Wahrscheinlich auf dem Sekundärmarkt, wie es so schön heißt. Wahrscheinlich schon deutlich teurer, schätze ich. Auf dem Sekundärmarkt, ja, aber das ist genauso der richtige Tropfen für unsere Edelkaschemme. Ah, Wahnsinn. Da möchte ich zu tanzen quasi. Ich kann nicht tanzen, aber das wäre so. Ja, man wird langsam bezwingt. Gibt es immer noch keine Kommentare? Kommt ihr alle vom Sofa nicht runter und bekommt das Lächeln auch nicht aus dem Gesicht? Aber sind dann geht's einfach euch alle. Gut. Das ist schön. Ja, aber da. Oh. Alle sprachlos. Gerne. Oder die geht auch an Markus. Wann startet unsere Tour nach Eila? Nach Corona. Das ist die beste Antwort, die du ihm geben kannst. Wenn ihr da Organisationshilfe braucht, Tipps braucht, sagt ihr einfach Bescheid. Also ich habe jetzt insgesamt in meinem Leben 29 Sebastian, Brennereien. Unser Reiseleiter. Wir verkaufen gerne fleißig im Shop, ihr kauft fleißig im Shop und wir handeln nachher mal so eine Höhe aus, dass wenn wir die erreicht haben, muss er mitfahren. Ich bin käuflich. Tja, wir geben die Preise immer weiter. Das ist einfach. Schottland ist immer eine Reise wert. Wie gesagt, ich habe jetzt so 29 Brennereien besucht, daher auch so ein bisschen mein Wissen. Die Brennereien, die wir heute Abend im Glas haben, habe ich dann tatsächlich auch alle besucht. Man ist immer eine Reise wert. Einfach, ihr habt hier einen wunderbaren Pub. Das ist wunderschön. Gefällt mir richtig gut. Erinnert mich tatsächlich wirklich an Großbritannien. Ja. Sogar die Tische, das ist ein Kompliment, sogar die Tische kleben ein bisschen. Das muss so sein. Ja. Die dürfen nie wieder sauber werden. Simon, hast du nicht gewischt? Selbst wenn man wischt, ich glaube, in einem schottischen Pub wird das nie wieder nicht kleben. Das ist so. Und es ist einfach, man hat ganz tolle Erlebnisse gehabt, schon in Pubs, weil man ist nie Fremder, vor allem auf Eiland nicht, weil sie wissen genau, dass du Fremder bist, weil sie kennen sich alle, sind im Zweifel auch miteinander alle verwandt. Das darf man nicht sagen. sagen immer freundlich Hallo und fragen, woher man kommt. Und meistens als Deutscher ist man sehr willkommen. Hast du mal aufs Glas geschaut? Whisky-Festival Radebeul. Radebeul, da ist mein großartiger Kollege Ralf Morgenstern und hat da eine Whisky-Bar. Ja. Der organisiert auch diese kleine Messe da. Und der, ich habe es gerade vergessen, entschuldige, falls du zuschaust, der ist auch mit einer Distille befreundet. Mhm. Die machen jedes Jahr ein Fass für ihn, das er dann irgendwann mit auf seine Messe nimmt, legt das in Weinfässer. Am Elbrand wächst ja auch Wein nach Dresden und da gibt es einen befreundeten Winzer und der legt ja seinen Eiler rein und den gibt es immer auf seiner Messe zu kaufen. Auch immer ein tolles, abgefahrenes Stöffchen. Wir waren schon mit Leuten zusammen in Radebeul. Auch nach Corona werden wir da wieder hinfahren. Wir hoffen, dass wir im Januar auch das Tasting mit den Jungs irgendwie machen können. Also wir stehen in Kontakt, wir wissen noch nicht so wirklich, wie wir es auf die Kette kriegen. Wir haben auch schon,
wir haben ja auch schon miteinander geredet und viele von euch haben auch gesagt, so ja, das hätten wir sehr gerne wieder gemacht. Ja, wir schauen, wie wir es realisiert bekommen. Und ja, meine kleine Geschichte zu Ayla und zu Radebeul und unserer kleinen Kaschem hier in Monheim. Schön, dass es dir gefällt. Vielen Dank. Ja, es ist super toll hier. Und das hast du umsonst gesagt. Vielen Dank. Es ist niemals umsonst zu loben, aber danke nochmal für die Einladung. Habe ich vorhin, glaube ich, noch nicht gesagt. Und für die Gastfreundschaft. Ich fühle mich hier tatsächlich sehr, sehr wohl. Wir wissen ja jetzt, wie wir dich in Zukunft herbekommen. Bitte? Wir wissen ja jetzt, wie wir dich in Zukunft herbekommen. Ja, natürlich. Ich habe jetzt einen kleinen Tropfen Wasser hinzugefügt. Ich muss ehrlich sagen, Leute, macht's nicht. Normalerweise geht Whisky auf und das kommt noch was hinzu. Ich muss sagen, ich trinke ihn lieber pur in dem Fall. Der ist schon von alleine durch seine lange Reifung schon rund genug. Wasser braucht er nicht. Also ich finde es immer spannend, wie sich ein Whisky tatsächlich durch so ein bisschen Wasser verändert. Voll verändert. Aber ich denke mir auch immer, der Kollege, der den gemacht hat, der hat sich schon was dabei gedacht und auch den in der Stärke zu lassen. Und ich hatte auch tatsächlich noch nie einen, wo ich dachte, so, den muss ich aber jetzt ein bisschen verdünnen, weil ich finde die auch toll, wenn die so fett sind. Und auch wenn es ein bisschen brennen sollte, was der aber, finde ich, gar nicht tut, trotz Fassstärke, ist es auch schön, wenn die Schärfe dann aus dem Mund geht und man merkt dann so und hört in sich rein, was dann an Geschmack überbleibt. Der Schotte an sich sagt auch, dass man den Whisky pro Jahr, was er gelagert wurde, wie lange gelagert wurde, ich verspreche mich schon, merkt ihr, der Alkohol wirkt. Das merken die nicht mehr, die sind im selben Level. dass man ihn pro Jahr, Lagerungsjahr, eine Sekunde auf der Zunge lässt. Ich finde 19 Sekunden jetzt für ein Artback sehr lange. Mhm. Tut dann auch irgendwann ein bisschen weh auf den Schleimhäuten. Das heißt also nicht unbedingt so in der Länge probieren. Aber was dann passiert ist, dass wir eine Verdünnung durch unseren Speicheleinschuss haben, weil unser Körper sagt, da kommt was, was wir verdünnen müssen. Und dann haben wir einen Speicheleinschuss und schon geht von alleine die Schärfe ein bisschen runter. Ein Speicheleinschuss? Ich habe heute ein neues Wort gelernt. Ja. Ich kenne einen Milcheinschuss, aber einen Speicheleinschuss. Hattet ihr das? Das hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Du hast an was ganz Leckeres zu essen gedacht und dir ist das Wasser im Mund zusammengelaufen. Das kenne ich. Schöner Speicheleinschuss. Speicheleinschuss. Wie sind wir in der wir Zeit? Wir müssen was essen gehen. Ich habe einen Speicheleinschuss. Wir machen eine Schweigeminute für diese tollen Tropfen, bevor wir zum letzten kommen. Ich mag es noch gar nicht glauben. Also ich habe mir extra noch Reste in den Flaschen drin gelassen, von dem Artback bisher am wenigsten. Ich werde ihn noch mal in aller Ruhe noch mal nachverköstigen. Im Idealfall noch heute Abend mal gucken. Ja. Ja, du hast ein hervorragendes Hotel dir hier in Monheim ausgesucht. Ich glaube, zurzeit hat man da richtig viel Wahl. Und du bist dann in dem gelandet, was da noch auf hat. Ich glaube, ich hätte noch mehr Wahl gehabt tatsächlich. Ich glaube, drei haben noch auf. Aber erstens war das deine Empfehlung, die habe ich natürlich gerne angenommen, da habe ich mich dran erinnert. Zweitens hat mir das sofort einen so sympathischen Eindruck gemacht. Ja, und drittens ist es in Laufentfernung. Also, wir machen hier keine Werbung, wir sagen es nicht, wo es ist, aber schön, dass der Jan dich aufgenommen hat. Genau. Bin auch sehr freundlich empfangen worden. Ja. Ja, guter Junge, kann man gar nicht anders sagen. Ist nur ein bisschen gruselig. Schade, dass der heute nicht rein darf und das alles mitprobieren kann. Scheiß Corona. Ja, das war eine gute Zusammenfassung. Octopus. Ich dachte eher an OC California. Es gab mal eine Serie. OC California. Habe ich nie geguckt, aber. Ja, du bist 10 Jahre jünger. Das kam nach mir. Nein, das ist Octomore. Normalerweise sage ich immer, wenn wir Richtung dem Peat, was wir am Anfang hatten, oder einem Lagavulin Artback kommen, das ist der Endgegner des Abends. Mhm. Jetzt für diesen Abend sollte tatsächlich der Octomore der Endgegner des Abends sein. Octomore kommt aus einer Brennerei, die eigentlich nur untorfigen Whisky destilliert. Das ist Bruichladdy. Auch, wie ich finde, ein sehr toller Whisky, weil sehr kräftig und sehr handwerklich hergestellt. Und jetzt sind die hergegangen und haben noch einen Port Charlotte konstruiert. Das ist eine, ja, auf Eiler würde man sagen, leicht getorfte Variante mit so 40 ppm. Und sie haben einen Octomore kreiert und
da sind sie hergegangen und haben ihren Melzer, der nicht auf Isla ist, sondern bei Inverness, ihrer Malzfabrik gesagt, packt uns mal so viel Phenole rein, wie ihr könnt. Und der Rekord liegt jetzt irgendwo bei über 260 ppm. Jetzt erwarten wir natürlich viel, viel Torf und wir werden jetzt gleich mal zusammen entscheiden, ob diese Erfahrung ja gespiegelt wird, ob das zutrifft. Nein, Markus, du kriegst nicht alles. Als Tipp nochmal, die Phenole werden gemessen, bevor eingemeischt wird. Ja. Ja, also im getrockneten, gedarten Malz werden die Phenole gemessen. Das heißt, ich habe danach noch alle möglichen Stellschrauben, um festzustellen oder um dafür zu sorgen, dass der Torf hinterher auch im Liquid, in der Flüssigkeit, im New Make landet. Das heißt, wir können über die Maischezeit gehen, wie lang überhaupt die Maische liegt. Also nach 48 Stunden ist normalerweise der Gärprozess abgeschlossen und dann kann ich noch einfach etwas länger liegen lassen, um noch mehr Aromen mitzunehmen. Es geht gar nicht alleine um die Phenole im Torf, sondern auch um die Aromen aus dem Korn. Dann kann ich hinterher über die Brennblase bei Artbeck, die haben zum Beispiel einen sogenannten Purifier, ein kleines Ventil, was Dampf, kondensierten Dampf, also so halbflüssigen Dampf, wieder zurück in die Brennblase führt, sodass nochmal einiges von dem Destillat redestilliert wird. Das heißt, ich habe zwar vorher viel Torf drin, aber hinterher im Destillat kommt gar nicht mehr diese ganze Gewalt mit. Dadurch wird er aber auch ein bisschen klarer, ein bisschen filigraner. Und dann kann ich noch über die Brennblase gehen. Ist sie klein und gedrungen, habe ich einen kräftigeren Brand. Ist sie eher hoch und schlank, habe ich einen leichteren, filigraneren Brand. Jetzt ein ganz kleiner Exkurs. Ich habe versprochen, ich rede nicht so viel über Produktion, aber dieser Exkurs musste sein. Ja, weil einfach wir jetzt entscheiden wollen, ob dieser viele Torf, der da vorher reingesteckt wurde, ich weiß in dem Fall nicht, wie viel ppm das sind, das wurde uns nicht übermittelt. Ich weiß nur, dass das ein Destillat von 2011 ist, werde ich aber nochmal verifizieren gleich, wenn wir die Musikpause haben, von 2011 und das ist zwei Fässer. Patrick, mein Lieber, ich freue mich auf die vorletzte Hymne von dir zu diesen großartigen Tropfen. Ja, nach vier Whisky seid ihr schon, glaube ich, gut beschwingt. Das ist auch das nächste Lied, Orange and Blue. Da fehlen mir die Worte ein bisschen, ehrlich gesagt. Ein Wahnsinns-Whisky. Ich habe zuerst gesagt, oh, der Torf ist versteckt. Ist unheimlich verschlossen. Da freue ich mich schon drauf, gleich ein bisschen Wasser hinzuzufügen. Wir haben hier nur Bourbon Barrels. Und 2011 hat gestimmt.
Und 870 Flaschen hatten wir. Alkoholstärke habe ich noch nicht gesagt, 58,1%, also schon kräftig im Alkohol. Wobei ich finde... Ich weiß nicht, ob es an der Serie jetzt liegt, die wir schon haben, aber ich finde, für die Umdrehung schmeckt man den Alkohol nicht so stark. Finde ich auch, absolut. Ich glaube nicht, dass es an der Serie liegt. Natürlich, wenn das jetzt der erste Whisky des Abends wäre, wäre es schlimm, wenn wir das nicht merken würden, dann hätten wir ein anderes Problem. Aber generell glaube ich, dass der, auch wenn wir morgen das nochmal als ersten Whisky nehmen würden, wäre der Alkohol auch nicht so dominant. Man spricht von gut eingebunden, was auch immer das beim Alkohol bedeutet. Ich finde, der Torf kommt ganz spät. Wir haben ja einen, der mit uns probiert, der eigentlich gar keinen Torf mag. Er sagte, oh, den mag ich. Und ich habe ihm gesagt, viel Spaß morgen früh, weil das ist Kategorie Zähneputzen, übersteht das zweimal. Weil morgen früh, wenn er ausatmet, wird er den noch schmecken. Und der kommt ganz spät, aber dafür gewaltig. Und deswegen freue ich mich, ein bisschen Wasser hinzuzufügen. Wie gesagt, ich trinke sonst nicht so gerne verdünnten Whisky, aber ich glaube, ein paar Tropfen tun ihm jetzt gut, was meistens bei Bourbonfässern auch der Wahrheit entspricht. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr in Schottland seid, lasst die Pipetten zu Hause. Das ist ein sehr deutsches Ding. Und die Schotten nehmen einfach die Karaffe Wasser und schütten sich das Wasser in den Whisky und fertig. Ja. Ich bin ein großer Freund jetzt von Wasser in den Mund nehmen. Finde ich super. Ist auch im Lagerhaus viel einfacher. Wenn man im Lagerhaus ist, hat man meistens so eine kleine Flasche Wasser dabei. Man hat da keine Pipetten, das macht man dann einfach so, dann, das hilft dann. Ein sehr deutsches Ding. Okay, dann nehmen wir die wieder aus dem Sortiment. Nein, das ist, in Deutschland sind die sehr beliebt und auf Messen sieht man das immer wieder. Und ich mag es auch gerne, weil es ein bisschen weniger, also ihr seht, ich zähle die Tropfen nicht ab, ich spritze einfach Wasser rein. Aber es ist deutlich einfacher, als mit der Karaffe zu hantieren und dann habe ich wieder Wasser auf dem Tisch und so weiter. Das mögen wir ja nicht so. Aber das fällt in Schottland in den Pub. Ist es vielleicht auch ganz gut, wenn der Tisch mal wieder Wasser sieht. Das ist dann okay. Geht ganz toll auf im Mund, verschwindet ganz langsam, schöner Abgang. Toll. Atmet aus, nachdem ihr getrunken habt. Hast du schon ein bisschen Wasser hinzugefügt? Ja. Das hilft ihm tatsächlich. Dann ist der Torf leichter zugänglich. Und dann kommen auch die medizinischen Töne kommen ein bisschen voran. Ein bisschen Öl und ein bisschen Wiese hatte ich das Gefühl mit Wasser im Mund. Was Grasiges fand ich auch. Oh, grasig, nicht Wiese, Entschuldigung. Ja, nein, es gibt keinen Verkehr. Für mich ist es grasig, für dich ist Wiese. Aber ich finde eine sehr frische Wiese. Also nicht so das Trockene, sondern tatsächlich frisches Gras. So in die Richtung. Ja, trockene Wiese ist Heu. Auch richtig. Oh, Schrone-Ecke. Ich finde es immer wichtig, darüber zu sprechen. Ich bin nicht so der Freund davon, Aromen vorzusagen, auch in Tastings, weil es ist ganz einfach. Es gibt zwei Phänomene, die dann entstehen. Also das eine ist, dass man die ganze Zeit überlegt, das hat er jetzt da rausgeschmeckt, der Profi, der da vorne steht, weil ich in Sachen Geschmack auch gar nicht so sehr bin. Aber warum schmecke ich das nicht? Dann sucht man die ganze Zeit danach. Oder man sagt, ach stimmt, jetzt wo du es sagst, habe ich das auch. Ich bin eher ein Freund davon, dass die Leute sich selbst überlegen, was sie schmecken. Weil Geschmack, haben wir vorhin gesprochen, ist ja auch was sehr, sehr Persönliches. Oh, toller Whisky. Ganz, ganz spannend, ganz toll. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ein Gedanke kommt mir noch. Du hast mir den Tipp gegeben, ich sollte mir zwischendurch was aufschreiben. Ich hätte es tun sollen, aber ist mir noch eingefallen. Ich finde, dass der Torf schon kräftig rüberkommt. Dass das jetzt eben diese torfigen Aromen sind. Für mich ist torfig immer das, was ein bisschen später einkickt, sozusagen. Das ist schon sehr torfig. Was aber auch noch eine Rolle spielt, ist, dass einem ab einem gewissen Torfgehalt wir es einfach nicht mehr unterscheiden können. Torf ist dann irgendwann Torf. Mhm. Man spricht davon so ab 70 ppm. Wobei, wie gesagt, das wird immer vorher im Malz gemessen. Man schmeckt es oder nicht, aber mehr oder weniger finde ich dann auch schwer. Irgendwann ist Rauch. Ab ganz wenig schmeckt man irgendwie, ab 3, 4 ppm schmeckt man es wohl. Irgendwann ist es nur noch Rauch. Und da in der Kategorie sind wir definitiv angekommen. Ja, nur noch Feuer. Ja, die meisten würden sagen, oh, es brennt irgendwo, wir müssen flüchten. Also wenn ihr daheim einen Fluchtreflex habt, völlig normal. Sebastian, ich danke dir sehr, dass du bei deinem ersten Auftritt uns so tolle Tropfen mitgebracht hast. Vielen Dank, dass du uns durch den Abend geleitet und geführt hast. Ich hoffe, ihr habt alle was gelernt da draußen. Wir sehen uns nächste Woche wieder
und werden euch morgen überraschen, mit was für einem Tasting wir nächste Woche aufwarten werden. Ihr dürft gespannt sein. Der René meldet. Wir haben noch Tasting-Set von diesen. Also wer noch Bedarf hat, wir haben noch. Absolut ein tolles Weihnachtsgeschenk, ja. Meiner Meinung. Ich weiß nicht, der Markus schart jetzt schon die ganze Zeit mit den Hufen, was davon noch über ist. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich irgendwie noch 5, 6 da hinten liegen. Also noch könnt ihr sie im Shop kaufen, noch sind sie online. Ich werde mir mit Sicherheit eins auch mit nach Hause nehmen, aber das werde ich auf jeden Fall nicht verschenken. Ich glaube, wir haben auch noch 1, 2 verfügbar. In 2 Wochen haben wir das nächste Whisky-Tasting. Da freue ich mich, meinen alten Freund Paddy Schmidt dabei zu haben. Nächste Woche zum Tasting wird unser Freund Rainer Lützenkirchen aus Leverkusen dabei sein. Mit einer Sängerin, die ich auch noch nicht kenne, mich sehr darauf freue. Dann wird es jetzt bei uns ab nächster Woche spätestens diese 2 großartigen Limonaden geben. Zuckerrohrlimonade aus Kolumbien, ganz junges Start-up aus der Nähe von Bonn. Tolle Jungs und total abgefahren. Einmal mit Kohlensäure, einmal ohne Kohlensäure. Die Leute, die gestern schon im Shop waren, es wurden einige gekauft. Und ja, das Feedback heute war sehr gut von den Leuten, die es mitgenommen haben. Also ganz tolle Sache. Wenn ihr mal was Neues ohne Alkohol probieren wollt, probiert diese großartige Acaro-Limonade. Das werde ich nachher auch tun. Es gibt, du darfst gleich eine probieren. Für mich nichts Leckeres als frisch gepresster Zuckerrohrsaft. Mal schauen, ob das da hinkommt. Oh, dann bin ich gespannt, was du dann dazu sagst. Denk dran, immer Donnerstag ist jetzt unser kleiner Shop geöffnet für euch. Zum einen könnt ihr die Tasting-Sets, die ihr bestellt habt, im Shop abholen. Und zum anderen haben wir jetzt auch für Weihnachten viele Flaschen, die es im Shop gibt, dann auch immer vor Ort verfügbar. Ihr dürft ein wenig verweilen. Es dürfen immer nur 2 Leute maximal in den Spielmann. 10 Personen auf 10 Quadratmeter. Eine Person auf 10 Quadratmeter. Ach, freue ich mich, wenn wir irgendwann wieder 10 Personen auf 1 Quadratmeter dürfen. Aber die Zeiten, denke ich mal, haben wir dann nächstes Jahr wieder. Ja, besucht die Altstadt, besucht unseren Shop immer donnerstags von 17 bis 20 Uhr. Schaut gerne auf www.simply-kaschem.com vorbei, was es da Schönes gibt, was es Neues geben wird. Wir arbeiten gerade sehr hart und sehr intensiv daran, dauernd neue verrückte Sachen für euch zu finden, die im Shop landen werden. Und ich dachte gerade, der René, was hat der denn? Und sagt, ah ja, wir werden auch von der Stadt eine Hütte jetzt in der Weihnachtszeit mit unserem Shop bestücken, wird dann auf unserer Terrasse stehen. Wir werden das dritte und vierte Adventwochenende die Hütte für euch draußen aufhaben. Ausschank ist verboten, aber unsere tollen Flaschen sind da, unsere Whiskys sind da, unser Rum ist da, von O'Donnell die Liköre sind da. Keiner von euch muss ohne schlechte Getränke Weihnachten verbringen. So, fürs letzte Lied gieße ich mir jetzt nochmal einen ein. Patrick, vielen Dank, dass du den weiten Weg aus Leverkusen hierher gemacht hast. Ah, sage ich auch noch gerne. Patrick ist ein ganz lieber alter Freund und wir haben uns damals im Notenschlüssel kennengelernt. Ihr wisst alle, bevor ich hier war, war ich im Notenschlüssel. Und das ist einer der Kollegen, wo wir bis heute den Kontakt nicht verloren haben. Wir versuchen es tatsächlich seit Jahren, es auch zur Kette zu kriegen, dass der Patrick hier mal mit seinem Dudelsack spielt. Jetzt ist Corona. Edeldudelsack ist besser wie kein Dudelsack. Darum großartig und vielen Dank, dass du heute hier warst. Und ich freue mich jetzt auf das letzte Lied. Und ich hätte noch hier einen Tropfen über. Sebastian? Ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich war ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Alles aber gut. Es hat toll geklappt. Wir haben ja immer gerne Medizin wieder. Gegen Nervosität. Danke an mein Team. Euch ein schönes Wochenende. Bleibt bitte alle gesund. Und wir sehen uns nächste Woche Freitag 20.15 Uhr. Vielleicht auch ein paar Minuten später. Live ist immer ein bisschen spannender. Da passieren immer alles andere an Katastrophen. Bleibt gesund. Patrick, vielen Dank für die letzte Minute.